11. Februar. Friede Russland. Sein Haus bleibt in der allgemeinen Feuersbrunst verschont. Nicht deshalb, weil er fromm ist, sondern weil er darauf abzielt, dass sein Haus verschont bleibt. Der Betrachtende ist in gewissem Sinne der Mitlebende. Er hängt sich an das Lebende. Er sucht, mit dem Wind Schritt zu halten. Das will ich nicht sein. Leben heißt, in der Mitte des Lebens sein. Mit dem Blick des Lebens sehen, in dem ich es erschaffen habe. Die Welt kann nur von der Stelle aus für gut angesehen werden, von der aus sie geschaffen wurde. Denn nur dort wurde gesagt, und sie war gut. Und nur von dort aus kann sie verurteilt und zerstört werden. Immer bereit, sein Haus ist tragbar. Er lebt immer in seiner Heimat. Das entscheidende Charakteristische dieser Welt ist ihre Vergänglichkeit. In diesem Sinn haben Jahrhunderte nichts vor dem augenblicklichen Augenblick voraus. Die Kontinuität der Vergänglichkeit kann also keinen Trost geben. Das neue Leben als des Todes. Will ich nun diese Welt bekämpfen, muss ich sie in ihrem entscheidenden Charakteristischen bekämpfen, also in ihrer Vergänglichkeit. Kann ich das in diesem Leben, und zwar wirklich, nicht nur durch Hoffnung und Glauben?